Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Millennium A New Hope. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben und ich versuche heute ein bisschen deutlicher zu sprechen. Moment, ich stelle noch den Ventilator einen runter, damit das nicht zu sehr ins Mikro pustet eventuell. Ja, wo waren wir denn überhaupt? Ach ja, bei den Feldern und hier ist eine Kiste. Moment, ich muss noch wieder die Tasten wissen. Gut. Weil es schon eine etwas gewöhnungsbedürftige Steuerung, finde ich. Aber man kommt einigermaßen mit klar. Ich müsste nachgucken, ob es eine Controllersteuerung gibt oder ob die supported werden auf Deutsch, die Dinger. Aber ich weiß nur eins, wir kämpfen uns erstmal gegen dieses Viech hier durch. Übrigens, ich möchte mich nochmal entschuldigen, da ich gesagt habe, es ist extrem hässlich. Eigentlich ergibt das total Sinn, dass die Figur da unten links, ja, da ist, wo sie ist. Das Problem ist halt, wenn ihr hier mal hinguckt, ich drücke auf Fight, ist halt ein bisschen unschön, dass hier diese zwei Dinger da drüber liegen quasi. Und dass man das nicht irgendwie anders gelöst hat, indem man das, ja, quasi da oben hinpackt, wo Fat B steht quasi. Also, ich glaube, ihr könnt mir folgen. Aber dass man das irgendwie anders hätte regeln können, wäre schön gewesen, aber naja, man muss sich halt damit abgeben, was man kriegt. Hunting Knife. Hey, wir haben eine neue Waffe somit. Items. Nee, equip. Sie. Wooden Stick. Und dann. Nee, Moment, hier. Nee, Quatsch. Hä? Hunting Knife. Alchemiebalm. It cures bleeding, paralyzed and poisons. Ah, okay, es heilt Paralysierungen und Vergiftungen. Oh Gott, Entschuldigung, ich muss mich halt auch erstmal dran gewöhnen, dass ich ein englisches Spiel spiele, weil so häufig kommt das ja bei mir nicht vor. Also, dass ich etwas komplett auf Englisch spielen muss. Naja, all part member reach more experience points. Okay. Ich will irgendwas hier mitnehmen. Ein paar Erdbeeren. Nee, keine Ahnung. Ich versuche natürlich wieder in den Stimmenbereich zu fallen, den ich angeschlagen hatte, aber ich kann es euch noch nicht versprechen, dass das hinhaut. Ich gehe mal wieder nach links. Vor allem schön, dass man nicht zwei Richtungstasten gleichzeitig drücken kann, sondern man wird dazu gezwungen, sich zu entscheiden quasi. Also, willst du jetzt gerade nach oben gehen, willst du jetzt gerade nach unten gehen? Habe ich ja so kein Problem mit. Einziges Problem ist halt, dass es halt echt ein bisschen nervig ist, wenn man nicht vertikal gehen kann. Aber hey! Hey, das ist wieder Teddy. Warum nimmt die eigentlich den nicht mit? Tut ja so, als würde der giftig sein und deswegen will sie ihn nicht anfassen. Hey, Marion. Wondering the feared are you? Ja. Was auch immer du sagst. Ich gehe mal nach oben. Greencrest Fields. Ey, ich will... Danke. Okay, die Schaufel bringt mir sowieso hier nichts offensichtlich. Okay, ich sehe da hinten schon wieder was, was ich haben will. Ist das hier so eine Art Rätsel oder was war das jetzt gerade? Two body points collected so far. Okay. Never mind, wie auch immer. Ich weiß auch nicht, ob sie das spricht oder ob ich das nur lesen sollte. Vielleicht. Two muscle points collected so far. Okay. Ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen häufiger kommen. Oder? Ach so. LOL.
82 Goldcoins. Yay, wir haben... Wie viel haben wir überhaupt? Ach, da unten. 348. Ich glaube, wir sind ja mit 200 gestartet. Heißt, wir haben 48 gefunden. Gott, jetzt sage ich schon falsche Tatsachen. Ah, Gott. Und bitte lass mich doch einfach nur hier den Weg laufen, den ich laufen will. Holy moly. So. Greencrest Temple. Okay, das hört sich interessant an. Was ist denn? Ah, okay, das ist direkt ein aggressiver Schwarm. Ist da gerade echt ein Gegner gestorben? Abgehauen, weil ein anderer gestorben ist? What the freaking going on? Das ist doch nicht. Ich weiß ja nicht. The first step. Ja, klar, und dann natürlich erstmal ein Baby. Nichts, was man lesen kann. Also, warum ist denn da eine Säule? Holy. Und lass mich raten. Ja, logisch. Wir können weder hier noch hier hingehen und deswegen. Ah! Typisch 2D-Spiele. Sachen blockieren, weil sie halt blockieren sollen. Ah! Komm. Ich greife euch alle an. Wo sind die überhaupt? Achso, ja, gut, jetzt sehe ich das natürlich auch meine Werte zum ersten Mal da unten. Aber ich glaube wirklich, viel verlieren wir nicht. So. 3 Reflection Points collected so far. So. 4 Reflection Points. Okay, ist das hier der Wald der Fundsachen? Oh Gott. Wir kriegen mal wieder Achievements. Okay. Achievement unlocked. Discovery missed. Okay. Ich habe was gelernt. Sie können einen nicht angreifen, wenn du gerade was gefunden hast. Okay. Was ist das? The pillar should be shining, but it's not. There's something missing. Okay, schnell wieder weg. Ist hier links noch irgendwas? Ich tippe mal darauf, dass das ein Sumpf sein soll, deswegen, okay, ja. Gehe ich mal stark davon aus, dass ich nicht hier sein soll und das blockiert mich echt jetzt. Okay. Ich verstehe, ich soll hier nicht sein. Oder? Ich guck, ja, komm, ich guck hier nochmal. Gibt es hier irgendwo ein, da ist noch was. Ah, das war's dann auch schon. Das war es dann auch schon hier. Na gut, dann gucken wir mal. Oh. 7 Reflection. Sag mal, kann ich die auch irgendwo hier Stats, ne? Nein, hier kann ich nichts machen. Offensichtlich nicht. Equipment. Da kann ich auch nichts. Skills. First Aid. What do I hate to do? Achso, schön. First I need to leave the field of Greencrest. Turn off and exit. Oh, okay. Ich soll nach Norden gehen. Heißt, ich muss zurück zu den Greenfields. Wo auch immer das war. Ich glaube, hier runter, ne? Ja, Moment, dann Moment mal, stopp, dann bin ich ja schon hier in die richtige Richtung. Da muss doch hier irgendwo ein Weg oder eine Art Steg sein. Oder bin ich jetzt total blöd? Lalalala, ich gehe mal wieder zurück. Ich habe nämlich falsch gedacht. Komm. Nein. Dann attack ich halt wieder. Meine Güte. Wisst ihr, was richtig nervt, Leute? Wenn man eine Motte im Zimmer hat und die nicht verpissen will, sich vom
Bereich. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ich gekriegt habe. Verdammt, noch eins. Ah. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr selber das Problem hattet. PS, ich hatte Fenster zu, bevor jetzt jemand ganz schlaumeierisch sagt, ja, dann musst du halt das Fenster zulassen. Am Arsch. Fenster ist zu. Und war zu. Seit ungefähr heute Morgen um 6 bis heute Abend um 6. So. Keine Ahnung, also es ist halt nicht offen. Hey. Daryl. Leave me alone. I'm excited and I don't plan to move anytime soon. Soon. Sorry. Hier ist noch so ein Korb. All parts number. Cover more place points. Ja, ich hab's schon verstanden. Irgendeinen Punkt finden wir dafür. Kann ich am Porn was machen? Natürlich nicht. Ein komischer Typ. Ronald. My son Daryl is working hard out in the fields. He's the main reason why Queen Crest is production more than the other villages around here. Ja. Ich glaube auch, dass er hart arbeitet. Moment. Sagt er doch. Moment. Daryl. Ja, okay, doch, doch. War doch Daryl, mit dem wir gesprochen hatten. Ja, dann glaubt man das weiter, dass er hart arbeitet. Der pennt nämlich gerade da auf dem Feld und denkt sich seine Sachen selber so. Der denkt sich auch so, ich schimmer mein Leben. So. Schimmer hart die. Mein Lifestyle, so, ne? Ja, tut mir leid. Ich versuche ja immer noch ein bisschen Witz reinzubringen, weil ich halt keine Ahnung habe, was ich zu machen habe. Weil das ist mal wieder so ein Spiel, wo ich halt ganz komplett ohne Vorkenntnisse. What the? Warum? Warum? Hallo? Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht nochmal, oder? Habe ich gerade irgendwas getriggert? Irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe? Hallo? Kann mir das mir jemand bitte erklären? Danke. Ich kann nochmal nachgucken, aber ich bin der Meinung, man kann hier nicht irgendwie skillen oder so. Ich kann aber hier hoch mal. Das ist total die gute Idee, glaube ich. Ah, und ich sehe auch schon den Pfeil wieder, der mich nach dahin führen soll, wo ich hin soll. Reflection Points collected so far. 17. Kann ich hier mich durchklitschen? Nein, natürlich nicht. Hey, da ist One Punch Man. Was macht der denn hier in dem Spiel? Der hat hier doch gar nichts verloren. Okay, ich hör auf. Entschuldigung, Anime-Fan lässt halt Anime-Witze los. Was erwartet man auch? Roger. Hey, Marion. What are you doing here? Do you want to lend me a hand or what? Nein. Tschüss. One Punch Man. Ja, okay. Ich lasse es jetzt wirklich. Hm? Hä? Autsch! Autsch! Stupid Red Plank. Sie ist ausgerutscht. Verstehe ich das richtig? Hey! Ah, warte mal. Hey! What careful? Hm? I turned. I heard something say something, but I don't see any. Of course not, I'm fairy. My name Jane. Huh? It's nice to meet you, but this hasn't exactly been. Oh god. Pleasant? Pleasant? As pleasant. Pleasant, quasi. You landed on my. When you feel? Was? You landed on me. When you feel? What? Aren't you listening? I was peacefully sleeping on a rock and you had nothing better to do than to fall on me? Also ich verstehe gerade selber nichts mehr, nur mal so nebenbei, also. Where are you? It's like you're talking from inside my mind. That's a good use, but no. I'm in your ear, well, sort of. That's not
Entry Accurate. Ah, ich verstehe, sie ist eine Fee. Jetzt habe ich gerade verstanden. Also eine Fee oder... Ja, ja, wie ich mir gedacht habe. Sie ist eine kleine Fee oder sowas. I wish you... Oh Gott, verschlug ich mich glatt beim Sprechen. Entschuldigung. I wish you could see me in my new home, but that's not possible. What in the world are you talking about your new home? You left Erring. When you feel it was you left here, what hit me as a result? I was thrown into the small game. That's decoration your Erring. It's beautiful place. You're really sure? See it. Hey, please don't throw it away, okay? Throw away? What? Your ring, the left one. I'm living in there. No, got it. Sie hat keine Ahnung, was los ist. Aber ich hab's verstanden. Also sie wohnt in linken Ohrring ab sofort offensichtlich. Na denn. Are you dense or something? I just explain it. Everything to you? I'm sorry, but it's just that it's like I'm talking to myself. People are going to the thing. I'm crazy. Okay, I'm going to go over the once more. I was having a nap on a small rock. You feel on me, I fused with the game in your left earring. No, we're stuck together, that's not entirely true. But it prefer if you didn't throw away my new home. Natural was my home before, but I like this earring a lot better. Seeing as now how you feel on me, you won't mind if I sit here. Oh, Gaia? How is that ever possible? It's not like I asked to be a fallen on. Get over it now. I now have. It's great comfy here. You've got a lovely earring. Are you going to be talking to me all the time like this? No, of course not. I'm a very shy fairy and very discreet. You won't find any more discreet than me. That's good to hear. You can call on me if you need my help to get tonight. Just don't do it all the time. I do have a life, you know. Of course, and I hope you behave. Shy and discreet. Alright. This is so very weird. Then, that's your name, right? Also Jane, that's your name, right? Yes, that's right. And you're Marion. How do you know my name? I'm sure I never say it. Anyway, sorry to interrupt your conversation, but I've got something to do and I'm later. Oh, okay, where are we going? I'm going north to visit my grandfather. Oh, that seems so boring. Well, you can go away if my life is too boring for you. Hey, I was kidding. Alright, let's go visit your grandpa. Maybe
will Erin get lucky and he'll make us some good tea. Nierske call. Quiet. Okay, wozu auch immer wir es brauchen können. Das gilt. Sie. Ah, okay. Davon haben wir 10 Stück. Okay. Na gut, dann wollen wir mal weiter in der Geschichte kommen. Ich will auch nicht immer hier so lange herumrennen und auch nicht mal so lange kämpfen. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Natürlich nicht. Obwohl mich... Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich jetzt wieder meckern. Geht doch erstmal dahin, wo es so hin sollte und dann... Ne? Queen Cress Hope. I called you the bench on the left to rest a bit. Rest. Ach so, okay, um... Ja, ein bisschen wieder zu regenerieren, ich verstehe. You have less than I am. Okay. Oh, gut, dass ich hier gerade hängen geblieben bin. An dem. Oh, wie heißen die Dinger? Ich wollte gerade Efeu sagen. Hier, wie heißen die noch? Ah, sag mal schnell, Fingerhut. Stimmt ja. Da hätte ich nämlich die Kiste sonst nicht gesehen. Ja, komm. Wir machen genügend Schaden und wir brauchen uns um unseren Lebensstand momentan keine größeren Sorgen zu machen. Aber vielleicht später. Und da oben ist noch was. Entweder kommen wir da über diese Mauer dahin oder wir haben hier noch eine kleine versteckte Treppe. Nope. Hier komme ich echt erst hin über die Mauer. Oder wenn ich da hinten irgendwo was finde. Hoppla. Yay, noch mehr Tutorialbuchkram. Jane the Fairy is no living in your earring. You can summon here to help you in a battle by using the skill called Jane. You cannot do it all the time. It costs 10 SP each time. Okay, also wir können sie quasi nur so oft beschwören, sag ich mal, wie wir auch SP haben. Hallihallo, wer bist du denn? Florian. Wow, you surprised me. People very real ever come out to this place. Okay, es kommen also nicht so viele Leute an ihm vorbei. Oder zu ihm, offensichtlich. Gut, I'm finally out of Green Crest. Ja. Now I have to go throwing Grey Cave to the north and then I'll nearly be in Pine Rock. Ey, Captain. Achso, ey, Captain. So ein Motto. Entschuldigung, das musste ich mal kurz in der Tonlage machen. Auch wenn weiblich. Ich fand, das passte ganz gut. This goes to Mist Rock. No way, I don't want to go. Ah, was? The surprise the enemy. Wow. White Musk Red. Okay. Oh mein Gott, wir haben Swanet gekillt. Okay, ich lass mal den Spaß mit den ganzen von wegen total Surprise und so. Oh, da ist eine Truhe, 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 Ah, komm. Eine ist direkt geflohen. Okay, das ist schon etwas krasser. Und ich glaube, ich verwechsel gerade, das ist keine Truhe, das ist ein Tempel. Auf Mysk. Okay. Da ist ein Buch, da ist ein Buch. Lesen. This is the official book of promotion. It is request to be 20 minimum to be promotion. Ah, komm schon. Spirit Soul hört sich cool an. Aha.
tiefer. Oder kurz. Okay, also das sind so quasi die Magie-Dinger, glaube ich. Aber wir brauchen sowieso erst Level 2. Hilfe. 20. Und warum wir an den Tisch hier nicht näher ran dürfen, verstehe ich nicht. Also, da ist auch ein Buch. Da kann ich auch nicht spielen. Hey, gut, ich würde sagen, das lese ich ihm noch vor und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von daher lese ich das eben schnell. Can I help you with anything? So, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.